You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Hallo liebe Gymster Family, ich bin's, euer Dennis. Und heute erzähle ich euch mal was zum Thema Ernährung. Genauer gesagt zu dem Makronährstoff Kohlenhydrate. Was sind eigentlich Kohlenhydrate? Kohlenhydrate oder auch Saccharide genannt, sind Zuckermoleküle, die sich zu kurz- oder langkettigen Verbindungen aufbauen. Kohlenhydrate kommen im Stoffwechsel jedes Lebewesens vor. Es gibt, wie gesagt, zwei Arten von Kohlenhydraten. Einmal die kurzkettigen und die langkettigen. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen in ihrer Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Bei den kurzkettigen Kohlenhydraten steigt der Blutzuckerspiegel relativ rasant an, fällt aber auch dementsprechend wieder sehr rasant. Ein Beispiel hierfür sind so ziemlich jede Form von Obst, sämtliche Formen von Säften, die viel Zucker enthalten, also allgemein sämtliche Lebensmittel, in denen ihr viel Zucker vorfindet. Die langkettigen Kohlenhydrate sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel relativ konstant und langsam ansteigt und dann dementsprechend auch wieder relativ konstant und langsam abfällt. Beispiele hierfür sind sämtliche Vollkornprodukte sowie Haferflocken, Kartoffeln und sämtliche Formen von komplexen Kohlenhydraten. Die Kohlenhydrate sind quasi das Benzin für unseren Körper. Sie versorgen den Körper am schnellsten mit Energie und stehen im Gegensatz zu Eiweiß und den Fetten als erstes für den Körper zur Energieversorgung bereit. Nur im Notfall geht der Körper an die anderen Reserven. Der normale Mensch, der keinen übermäßigen Sport macht, braucht als Mann ca. 270 Gramm Kohlenhydrate am Tag und als Frau ca. 220 Gramm. Hierbei gibt es aber einen entscheidenden Unterschied, wenn man Sportler ist. Als Sportler steigt dieser Bedarf enorm. Das liegt daran, dass wir beispielsweise beim Kraftsport, während wir unseren Sport verüben, unsere Glykogenspeicher leeren. Unsere Glykogenspeicher sind Kohlenhydratspeicher, in denen die Kohlenhydrate in Form von Glykogen in den Zellen der Organe wie der Leber und der Niere, aber auch in der Muskulatur zum größten Teil, nämlich zwei Drittel, gespeichert werden. Diese werden während des Trainings geleert. Deshalb ist es umso wichtiger für Kraftsportler, rund ums Training eine Kohlenhydrateversorgung sicherzustellen. Gerade vor dem Sport, damit wir genügend Energie fürs Training haben und diese auch während des Trainings bereitgestellt werden kann. Und direkt nach dem Sport, um diese wieder zu füllen und dem Körper somit das zu geben, was er nach dem Sport braucht. Hierbei ist es auch wichtig, darauf einzugehen, dass gerade deshalb, weil oft dieser Mythos kursiert, direkt nach dem Training eine Eiweißversorgung sicherzustellen, man beachten sollte, dass eine Kohlenhydratversorgung direkt nach dem Training viel wichtiger ist. Denn der Körper leert, wie gesagt, seine Glykogenspeicher während des Trainings und zehrt nach dem Training danach, diese wieder zu füllen. Deshalb sind die Kohlenhydrate nach dem Training um einiges wichtiger als die Eiweiße. Sein Eiweißgehalt bzw. sein Eiweißbedarf, diesen kann man relativ flexibel über den Tag gleichmäßig verteilen. Es besteht keine Notwendigkeit, unmittelbar nach dem Training Proteine zu sich zu führen, wenn über den Tag verteilt die sonstige Proteinzufuhr sichergestellt wurde. Hierbei ist es auch nochmal wichtig, darauf einzugehen, dass Kohlenhydrate zu einem bestimmten Einnahmezeitpunkt mehr dazu neigen, dem menschlichen Körper Fett zuzulegen, als zu anderen Zeitpunkten. Ganz bekannt ist der Mythos, Kohlenhydrate nach 18 Uhr machen dick. Das ist ein weit verbreiteter Mythos, den auch heute noch viele Menschen glauben, den man definitiv entkräftigen muss. Der Körper kennt keine Tageszeit. Am Ende vom Tag entscheidet nicht die Menge an Kohlenhydraten, ob ihr Körperfett zulegt oder nicht. Das entscheidet lediglich eure Kalorienbilanz. Nehmt ihr mehr Kalorien zu euch, als ihr verbrennt, nehmt ihr zu. Nehmt ihr weniger Kalorien zu euch, als ihr verbrennt, nehmt ihr auf langen Zeitpunkt ab. Hierbei ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen, egal welche Form von Kalorien und egal, ob ihr einen Tag mal mehr esst oder weniger, Zeit ist das Wichtige. Einem Tag gesund essen und weniger essen, als ihr verbraucht, werdet ihr nicht abnehmen. Und von einem Tag mehr essen, als ihr verbraucht, werdet ihr auch nicht zunehmen. Dies erstreckt sich immer über einen längeren Zeitraum. 1 Gramm Kohlenhydrate hat ca. 4 Kalorien. Und Kohlenhydrate sind auch für unser Gehirn unverzichtbar. Allein unser Gehirn braucht ca. 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag, um wirklich 100% leistungsfähig zu sein und auch eure Konzentrationsfähigkeit zu gewährleisten. Abschließend ist noch zu sagen, dass Kohlenhydrate richtig eingesetzt ein wahrer Stoffwechselbooster sein können,
und im Gegensatz zu dem Glauben, dass sie euch dick werden lassen, richtig eingesetzt sogar dafür sorgen können, dass ihr enorm viel Körperfett verliert. Wenn man sich in einer Diät befindet und nicht weiter abnimmt, richtig getimt Kohlenhydrate einsetzt, in auch höheren Mengen, was dazu führen kann, dass ihr quasi eurem Körper nochmal eine Ladung Benzin ins Feuer gießt und der Körper auf Hochtouren läuft und somit deutlich leistungsfähiger wieder ist, eure Thermogenese angeregt wird, euer Stoffwechsel angeregt wird und er somit auch besser Körperfett verbrennen kann. Ich hoffe, diese kurzen, aber wichtigen Informationen konnten euch weiterhelfen. Bei Fragen schreibt uns gerne auf Instagram. Wir werden euch gerne weiterhelfen. Euer Team Gymstar.